Servus miteinander aus der schönen Oberpfalz. Sie hat es wieder getan. Ich war heute shoppen und ich zeige euch gerne mal die paar Sachen vom Kick. Diese wunderschönen Boxen. Stück 4 €. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann das Ganze nochmal mit Rosen. Dann bin ich zum Kick eigentlich eine, weil ich nochmal nach Papier geschaut habe. Und knister, knister, knister. Ich habe mir das auch noch nicht im Großformat angeschaut, deswegen mache ich es gleich auf mit euch. Ich habe zwar schon Geburtstagspapier, aber das ist nicht so kindisch. Das ist also. Kann man auch für Erwachsene hernehmen. Ja, es gefällt mir ganz gut. Konfetti. Torten und Schleifen. Okay, ich nehme das mit dem Kindisch zurück. Aber ist auch putzig. Luftballons, Geschenke, Notenschlüssel, Eis. Eigentlich ja ganz süß. Dinosaurier gehen immer. Bin totaler Jurassic Park-Fan. Sternchen. Passt auch. Also die Schwarz-Weiß-Motive, die sind super. Nochmal Luftballons. Und das von vorhin. Dann knister ich gleich mal mit dem zweiten. Also so Frühlingsmotive, wie ich mir erhofft hatte, haben es nicht gehabt. Aber Herzen gehen auch immer. Dunkelblau mit Bunt. Es ist auch hübsch. Ist auch ganz schön. Schaut aus wie 3D, gell? Dann haben wir Herzchen so. Gefällt mir auch. Das gefällt mir auch. Schwarz-Weiß ist natürlich klasse. Und der Kussmund.
gefällt mir sehr gut, das Papier. Lässt sich auch sehr gut verarbeiten. Ich arbeite gerade damit. Und dann machen wir weiter mit dem Teddy. Ich wollte eigentlich bloß einen Tacker Quatsch machen. Das ist auch noch vom Kick Glitzermarker. Reduziert auf 1 Euro. Und Heftklammernentferner für 1 Euro. So, ja, wie gesagt, ich wollte mir eigentlich bloß einen Tacker kaufen. Und dann habe ich die schönen Uhren gesehen. Lebe deine Träume und träume nicht dein Leben. Die ist wunderschön. Hänge dann gleich auf. Ein bisschen weiter wickeln, dass ich da nichts drauflegen muss. Dann gab es Geschenktüten in verschiedenen Designs für Ostern. Gefällt mir ganz gut. Und eine Geburtstagstüte. Kosten jeweils 55 Cent. Dann gab es diverse Servietten. Frohe Ostern. Blümchen. Das Motiv finde ich klasse. Kann man entweder im Ganzen verwenden oder die einzelnen Komponenten. Und die mussten auch mit. Ja, Servietten gehen immer. Dann habe ich mir natürlich mal einen Tacker gekauft. Für 3 Euro. Da haben sie auch noch ein wunderbares Set gehabt. So marmoriert mit Locher und Heftklammernentferner. Dann habe ich mir die Holzteile da mitgenommen. Da bin ich echt nicht dran vorbeigekommen. Ich habe mir natürlich den mit dem schönsten Muster ausgesucht. Weil ich muss sagen, für 1 Euro schneide ich mir die Scheiben nicht her. Die werde ich mal nachschleifen und ölen und mal gucken, ob man dann jetzt schöne Kettenanhänger draus machen kann. Und dann wollte ich mir ja eigentlich gar keine Sticker kaufen, aber an denen bin ich nicht vorbeigekommen. Die sind wunderschön. Dann habe ich gefunden Wanddekoration. Die gehen in mein Erinnerungsbuch in der Arbeit. Zum Teil. Dann eine Bilderrahmen-Girlande. Das sind Taschen, wo man die Bilder reinstecken kann. Ich weiß noch nicht, ob ich die Girlande als Girlande verwende oder die Taschen dann fürs Journal. Mal gucken. Gab es auch noch in Weiß. Dann habe ich mir das, wie heißt denn das, Ostergras in rosa und in hellgrün. Die gehen auch nicht in ein Nest, die werden zweckentfremdet.
Dann habe ich mir so Bastelpipetten mitgenommen. Mal gucken, ob das für den Zweck geht, weil ich das vorhab. Und wenn nicht, dann habe ich halt 55 Cent zum Fenster rausgeschmissen. Mal gucken. Ja. Nochmal doppelseitiges Klebeband. Kann man echt nicht genug haben. Dann gab es diese tollen Sticker. Dann 50 Stück drin. Und das sind ein bisschen dicker. Den kann ich auch für mein Projekt, an dem ich gerade arbeite, verwenden. Und das Weiß werde ich ein bisschen einfärben. Das ist mir ein bisschen zu weiß. Aber die Motive finde ich ganz süß. Das ist auch gesehen, ja. Schon putzig. Und der Sticker. Ich nehme mal an, das soll ein Kussmund sein. Werden auch zweckentfremdet. Dann kam ich an diesen Quasten vorbei in Form von einer Borte. In Mint und in Flieder. Ist klasse. Finde ich total schön. Ist jeweils ein Meter. Und dann, juhu, ich habe endlich mal Reduziertes erwischt. Ornamente, und zwar haben das andere, weil ich habe. Habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Weil bei uns sind die reduzierten Sachen immer bloß Mist. Und dann durfte dieser tolle Haarreif noch mit, dieser Frühlingshaarreif. Und der ist nämlich auch schön locker. Der war auch reduziert auf 55. Finde ich total süß. Und dann kam ich an diesen Knöpfen nicht vorbei. Schaut euch einmal die total süßen Häuschen an. Ich stehe ja total auf Vogelhäuschen, ne? Habe ich noch nie gesehen in Knopfform. Finde ich total putzig. Dann 20 Stück drin, das war auch okay. Und dann kam ich an diesen Knöpfen nicht vorbei. Die total tollen Schmetterlinge. Da habe ich jetzt schon ein paar rote verarbeitet, die ich geschickt bekommen habe. Und die sind wirklich total schön. Und Schmucksteine. Auch für mein derzeitiges Projekt. Und dann war die liebe Astrid noch für mich einkaufen. Auch beim Teddy. Und hat mir diese tollen Streuteile geschickt. Die hätte ich heute auch mitgenommen, liebe Astrid. Vielen Dank. Sind sehr schön.
Es sind 104 Stück drin. Ist okay für den Preis. Also, da kann man gar nicht meckern. Und dann hat sie mir noch total süße Osterdeko geschickt, auch von Teddy. Diese Deko-Klammern finde ich ja sowas von putzig. Dann diese Happy Eggs. Sind total süß. Dann diese Hühnchen. Auch total hübsch. Oh, da war doch noch was drin. Und diese süßen Servietten. Vielen Dank, liebe Astrid. Ich habe mich riesig gefreut über dein Paket. So, das war's schon. Kurz und knackig. Mein Mini-Teddy-Haul. Also ich habe noch vom Kick noch Hundespielzeug mitgenommen, aber das hat es mir natürlich schon wieder geklaut. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Einkaufen. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal.